Mein Filmtipp lautet L'Abri, The Shelter von Fanon Melgar aus der Schweiz. Es handelt sich um eine Notunterkunft für Obdachlose in Luzern. Der Film beginnt im Herbst und begleitet die Institution den ganzen Winter durch. Und man spürt, wie es langsam immer kälter wird und wie die Situation von den Flüchtlingen und von den Obdachlosen, weil es sind meistens Obdachlose mit Migrationshintergrund, immer verzweifelter wird und erlebt Dinge, die auf einem ganz kleinen Ort zusammen dramatisiert die gesamte Situation in Europa widerspiegeln. Il y a rien de pire. T'as meilleur temps quand il y a 60 personnes de prendre 45 puis te barrer que retourner en prendre 3 parce que tu prends ouais, qui es-tu pour choisir. Das Besondere an dem Film ist für mich, wie nah man an diese Menschen herankommt und was man für ein Verständnis bekommt, wie es denen geht und vor allem, wie extrem Kleinigkeiten plötzlich werden, wenn man in so einer Situation steckt. Partagez entre vous, j'ai plus de couverture. S'il fait très froid, on va pas augmenter les. Non, c'est maximum 70. Nun, c'est terminé. Mein Name ist Sebastian Sorg. Ich leite das Doc Forum, die Branchen- und Nachwuchsplattform des Internationalen Dokumentarfilmfestivals München. Und bei uns kann man Veranstaltungen sehen zum Thema Film, zum Thema Perspektive, filmisches Arbeiten. Wir haben ganz viele spannende Filmveranstaltungen, Screenings, bei denen man lange Werkstattgespräche mit den Regisseuren miterleben kann, mit unseren internationalen Gästen, mit spannenden Panels zum Thema Whistleblower und Zukunft des Fernsehens. Und dazu sind nicht nur Branchenvertreter, sondern auch alle Interessierten eingeladen.